So, da geht's auch schon weiter. Bisschen angepisst, ihm getötet worden durch so ein. Boah. Da will man den töten. Und dann kommen 10 Millionen Leute einem entgegen und machen einen kaputt. Ich hab jetzt einfach auf diese Mini-Aufträge keine Lust mehr. Wir haben die Festung Mordors erobert. Dann wird es Zeit, den Kampf nach Barad-dûr zu bringen. Und zu Sauron. Hey, jetzt macht er gar nichts mehr. Komme ich da hinten hin? Gar nicht. Spring doch einfach mal da runter. Wie wär's damit, dass wir da außen rumlaufen können? Der helle Herrscher. Sammlung verfolgt. Kein Zurück mehr. Du bist dabei, den letzten Kampf, um die Vorherrschaft über Mordor anzutreten. Der helle Herrscher und die Welt selbst werden danach nie wieder dieselben sein. Bevor du diesen Auftrag angehst, solltest du sicherstellen, dass du die Story-Aufträge von Eltariel, Bruce, Karnan sowie Itril und Barnor erkundet hast. Genau, und die haben wir ja noch nicht. Also das ist wirklich der letzte Auftrag. Das heißt, ich will auf jeden Fall erst mindestens den einen Auftrag machen. Die Kankra haben wir komplett. Karnan-Aufträge, da fehlt uns noch einiges. Dann lasst uns mal Karnan weitermachen. Bruce, Aufträge. Ach, wir können Bruce nicht mehr fertig machen. Achso, nee, du musst zunächst die Fähigkeit Schattenangriff freischalten. Nein, also. Dann Kommando zurück. Wir machen jetzt das hier natürlich noch nicht. Das geht, das ist der allerletzte Auftrag. Wir machen jetzt die Karnan-Aufträge, dann die Bruce-Aufträge, Belagerungsaufträge. Lass mir einfach Belagerung sein. Erzfeind-Aufträge, da gibt es 1000 Millionen, die lassen wir auch sein. Das hier interessiert mich gar nicht. Kankras Erinnerung fehlt uns eine. Und die fehlt. Ein Artefakt. Ich werde mal auf YouTube gucken, wie man an dieses Artefakt kommt, wenn ich es finde. Versprechen kann ich es euch nicht. Sag ich ganz ehrlich. Beweise deine Macht, indem du Orkschädel zerschmetterst. Also wir machen auf jeden Fall die Karnan- und Bruce-Aufträge noch. Die machen wir auf jeden Fall, die will ich machen. Dann überlegen wir uns, ob Kankra und das hier noch machen. Und dann kommen wir schon mal weiter. Sirif Ungol sind wir gar nicht. Ein Nekromant allein ist gefehlt. Wir sind nämlich in Gorgorf. Nein, das ist dann wirklich der letzte Auftrag. Und da gibt es halt noch diese Sachen, die ich halt vorher machen will. Was bist du? Genau da, wo ich hin will. Da oben wird schon wieder gehämmert, das ist zum Kotzen. Also nein, die Karnan und die Bruce-Aufträge, die will ich auf jeden Fall noch machen, bevor wir ins Finale gehen. Wird dann länger als 3 Parts, aber wenn man die wirklich nicht mehr machen kann, dann müssen wir die machen. Verrät uns
der Text vom Finale etwa, dass mit Celebrimbor etwas nicht stimmt? Ich habe immer so das Gefühl, er ist das Pardon zu Sauron. Irgendwie heller Herrscher, dunkler Herrscher. Beide sind von Macht besessen und ein bisschen bekloppt. Und Celebrimbor kommt mir so ein bisschen vor, als ob er sowas wie das fehlende Stück von Sauron ist. Natürlich, es waren zwei andere Menschen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, er ist so ein Teil von Sauron. Irgendwas, was Sauron fehlt, um seine Macht zu vervollständigen. Kann jetzt natürlich ein Hirngespinst sein. Aber es kommt mir wirklich so vor. Hey, hier ist noch ein Auftrag, den wir jetzt machen können, wenn wir schon mal hier sind. Was ist das? Hinrichter. Auch Hinrichtung ist immer cool. Ich wusste, ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte, du hinterlistige Ratte. Dein Tod wird übel. Noch übler wird das, was ich deinen Jungs antun werde. Hey, der ist ja jetzt schon gebrochen. Ach, der hat den Drecksack da einfach gefangen. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Na komm auf meine Seite, mein Freund. Ab jetzt dienst du mir. Ich diene. Wie einfach man so jemand einnehmen kann. Ich verteidige dich. Hab ich gehört. 176 EP. Yeah! Aber was für ein mega EP-Boost. Wir sehen, meine Tiere sind besser als dir. Erinnert mich dran, Armee. Ich brauche unbedingt Leibwächter. Urmasi. Rat bekommen, schon unser Leibwächter. Azlar. Da haben wir die zwei Dicken, das ist cool. Haben wir schon den ersten Auftrag wieder geschafft? Vielleicht schaffen wir es ja so ungefähr 80% der Aufträge zu schaffen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es gibt nämlich zigtausend Millionen Mini-Aufträge. Ich töte schon seit Jahren Orks. Ist eine Menge Orkblut. Viel schwarzes Blut ist über diese Klinge geronnen. Darum heißt sie. Weil ich habe jetzt auch nur eine halbe Stunde. Klinge. In der halben Stunde hätte ich jetzt das Finale nicht geschafft. Das ist jetzt auch der Hauptgrund, warum ich dahin gegangen bin. Und natürlich, weil ich die anderen beiden zwei Stories noch sehen will. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keinen Bock auf die. Ich will wissen, was mit Kanan passiert und mit den Bruce-Aufträgen. Gerade wo er uns jetzt verraten hat, wie ich will, dass er stirbt. Er war mal auf unserer Seite, mittlerweile ist er ein kleiner Drecksack geworden. Und ich will Rache. Er hat nicht so mit uns umzugehen. Nee, der ist uns. Von uns, Leute, sind immer cool. Die Bogen schätzen Morgoroth. Ich würde gerne hingehen, aber denke Leute in den Weg. Weil ich könnte jetzt auch das Finale spielen, dann wäre das Ding vorbei in 5 Folgen spätestens. Aber dann würde ich mich ärgern, weil ich die anderen beiden Stories nicht kenne. Ich will die Stories auf jeden Fall, dieses Artefakten sammeln und so. Ist es nur noch eins. Ich würde mich ärgern, wenn wir eins übersehen, also eins nicht schaffen. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wo es ist. Oder wie ich da hinkomme, weil es irgendwo ein Berg oder sowas ist. Das hätte ich auch auf YouTube schwer zu finden. Zoxkull versucht, einen alten Kriegerorden der Orks, die Bogenschützen Morgoroths, wieder aufstehen zu lassen. Verbünde dich mit Karinnen, um das Ritual zu unterbrechen. Yeah. Erhebt euch!
Ist das nicht das, was wir verloren haben? Schwing dich eilig auf! Die Akolyten Sorgs erwecken Bogenschützen! Beeilung! Wer sind diese Bogenschützen, Morgoths? Morgoth war der erste dunkle Herrscher und diese gefallenen Schützen waren seine Schöpfung. Sie waren Meister ihrer Kunst und wir dürfen sie nicht in die Höhlen entwischen lassen. Hätte ich jetzt durch die Höhle fliegen oder draußen rumfliegen? Ich weiß es nicht. Reinige die Nekromantentotems. Schön, dass das immer dasselbe ist. Da sind sie. Wir müssen ihre Totems vernichten, bevor sich weitere erheben. Ich gehe mal runter. Macht es nämlich einfacher, wie auf dir rumzuspringen. Hier sind die Bogenschützen, die man töten könnte. Ich fände es auch schön, wenn sie mal was macht. Aua! Vor allem stirbt sie jetzt gleich. Wenn es so weitergeht. Ist das hier nicht so ein Reinigungsritual-Ding? Boah, ich bin verflucht. Haben wir den schon gereinigt? Nee, der ist auch gelb. Lass mich doch mal. Habe ich dir erlaubt, mich anzugucken? So, die sind auch weg. Ja, 7 Bogenschützen, wie viele haben die denn? Ja, Mädchen. Wie wär's, wenn du auch mal welche tötest? Ich will nicht alles alleine machen. Ich schände dich gleich. Ihre Pfeile singen. Ich blute. Ich blute. Ach, halt doch mal die Klappe. Ist ja peinlich. Von 13 besiegt und sie die ganze, ich blute. Macht einen Ballrock fertig. Aber dann hat sie Schiss vor so kleinen Orks mit Bückchen. Oh la la. Mache ich erst den Bogenschützen hier oben fertig. Bevor sie noch weiter blutet und blutet. Flieh vor ihren Folgen und Stacheln! Flieh!
Das wäre so ärgerlich jetzt. Weil die Hälfte haben wir schon. Ich blute! Ich blute! Ja, ist doch gut. Dass ich sie aber auch nicht mal wieder hochhalte irgendwie. Sie ist echt gestorben. Alter. Schwierig seinem Auftrag ist wirklich, dass sie überlebt. Ich blute, ich blute. Konzentriere ich mich jetzt erstmal nur auf die Bogenschützen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir Schatten beherrschen auf jeden Fall als nächstes machen. Sonst können wir nämlich bei Brucie nicht weitermachen. Aber wir werden jetzt nach und nach erstmal das hier machen. Hä? Ich muss jetzt nicht weiter. Ich blute, ich blute. Sie ist schon wieder halb down. Alter, was macht er da? Da chillt er da irgendwie. Ihre Pfeile singen. Ich blute. Ich blute. Boah, du nervst mich. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Kotzt mich das an, die ist schon wieder gleich down. Ja, lass mich einfach in Ruhe. Dann flieg raus und versteck dich, wie wär's damit? Flieh vor ihren Bolzen und Stacheln! Flieh!
Weg. Weg. Ich will auch mal die Klappe. Wie nervig ist die Frau? Ich raste noch aus. Und du vergolt. Tipp, du musst Karnen beschützen. Du musst Karnen beschützen. Ja, ja, ja. Ich bin eher damit beschäftigt, die Bogenschützen kaputt zu machen. In der Zeit hätte ich schon jetzt längst einen besiegen können. Wie hässlich. Wie nervig ist dieser Auftrag denn? Ist ja genauso scheiß wie der Celebrimbo-Auftrag. Ich hänge hier irgendwo fest. Ich wäre ja froh, wenn du mal fliehen würdest, aber du stirbst ja die ganze Zeit. Wird eh wieder nichts. Flieh vor ihren Fäusten und Stacheln! Flieh! Ihre Pfeile singen! Ich blute! Ich blute! Nein! Es wurde jetzt noch länger. Mist. Ich blute, ich blute. Ach, lass mich doch in Ruhe. Alter, wie soll man den Auftrag denn schaffen? Ich wende jetzt gleich die Folge. Flieh vor ihren Bolzen und Stacheln! Flieh!
haben es dreimal versucht, dreimal gescheitert. Wir werden es wieder versuchen. Unglaublich. Kanan, Kanan, Kanan.